Hallo und wie geht's? Heute möchte ich über Carbon sprechen und wie es hergestellt wird, wo es hergestellt wird und. Und los geht es. Viel Spaß dabei. Wenn ich über Carbon spreche, dann meine ich Carbon CFK, was bedeutet so viel wie kohlenstofffaserverstärkte Kunststoffe. Und diese kohlenstofffaserverstärkte Kunststoffe werden bei Toray in Japan zum Beispiel hergestellt oder in Deutschland auch SGL Carbon. Und die stellen die aus Kunstfaserstoffen her. Diese Kunstfaserstoffe werden ähnlich hergestellt wie in der Kleidungsindustrie, wo man da Kunstfasern herstellt für Kleidung oder aber auch für Glasfasern. Und daraus stellen dann die Hersteller, schon gesagt, so solche Sachen her, das Carbonfaser. Dann gibt es dann verschiedene Sorten von, qualitätsabhängig, die dann immer teurer sind und schwieriger herzustellen. Aber man kann sich sicher sein, es ist immer ein ähnlicher, wobei sehr viele Chemikalien benötigt werden und es ist echt schlecht für die Natur. Deswegen sollte man mit Carbon Fasern immer sehr sparsam umgehen, denn es ist eine sehr starke Belastung für die Umwelt. Aber wenn man trotzdem mit dem Carbon-Fahrrad herumfährt, ist man immer noch deutlich umweltfreundlicher, als wenn man mit dem Auto herumfährt. Diese Carbonfasern werden dann in so einen Matrix-Verbund gemacht. Hier sieht man das vielleicht ganz gut. Und die werden dann mit Kunstharz und verbunden und dadurch entsteht dann diese feste Struktur. Und das geschieht meistens in China. Also es gibt natürlich auch Firmen in Portugal, Italien oder halt auch in Deutschland kleinere Firmen, die das halt per Hand machen in niedrigen Stückzahlen. Aber wenn man es in großer Stückzahl macht, dann wird es meistens, nicht immer, aber meistens in China gemacht. Wobei Portugal jetzt auch anfängt, da Fabriken aufzubauen mit EU-Geldern, denn die Industrie soll wieder zurück nach Europa kommen. Eins dieser Hotspots ist zum Beispiel die Stadt Shenzhen in Guangdong in China. Ganz viele internationale Firmen lassen ihre Rahmen in China herstellen. Specialized Canyon. Manche Fahrradhersteller haben es auch so, dass sie halt die großen Serien aus China kommen lassen und dann einzelne Modelle per Hand machen. Eine Möglichkeit zur Herstellung ist das Monocoque. Das heißt, man hat eine große Form. In dieser großen Form backt man sozusagen dann den Rahmen. Wenn man eine große Stückzahl an Rahmen herstellen will, ist das eine sehr preiseffiziente Variante. Die heißt Tube to Tube. Da werden die einzelnen Rohre individuell von der Länge bestimmt und hergestellt. Beziehungsweise ein langes Rohr, das wird dann so gekürzt auf die richtige Größe und dann sozusagen zusammen verschweißt mit Klebemethoden. Das ist sehr gut, wenn man ein individuell angefertigtes Rennrad machen will, zum Beispiel für Olympia-Fahrer und so. Da wird das immer benutzt. Und dann gibt es natürlich noch die Variante, dass man anstatt einen großen Form hat, mehrere kleine und die dann zusammen verbindet. Das ist auch eine Methode, die ganz gut funktioniert und auch nicht so teuer ist. Das wird dann oft für günstigere Rahmen benutzt. Was wir heutzutage immer öfter sehen, das ist halt aus dem 3D-Drucker hergestellte Rahmen. Die sind dann auch sehr individuell herstellbar. Aber da weiß ich noch nicht, wie gut das ist, wenn man davon mehrere herstellen will, beziehungsweise wie gut der Herstellungsprozess ist für die Massenfertigung. Die Fabriken dann in China zum Beispiel, die stellen die Rahmen meistens so her, dass sie die erst backen, dann werden die nachbearbeitet. Also es werden überschüssige Sachen abgefeilt und dann rohlackiert und dann werden die an die Hersteller auf der ganzen Welt verschickt. Im Herstellungsprozess muss man insbesondere darauf aufpassen, dass keine Luft zwischen den einzelnen Schichten ist. Das sorgt für eine schlechtere Qualität des Carbons und ist auch einfach schwächer dadurch. Carbonfaser hat meistens nur in eine Richtung eine Kraft, also das heißt Längsrichtung. Und dadurch wird das so gemacht, dass man Carbon meistens mit Schichten übereinander packt. Das heißt, erst kommt eine Schicht längs drauf, dann quer und dann nochmal schräg drüber, so dass man in alle Richtungen ungefähr eine Verstärkung hat. Und dann kommt es halt darauf an, in welche Richtung insbesondere die Stärke sein soll. Davon gibt es dann mehrere Schichten. Auch muss man dazu sagen, dass Carbonrahmen hergestellt werden von Fachkräften, also gut ausgebildeten Angestellten, dadurch kein Billiglohnsektor. Wenn man sich jetzt Rahmen aus China kauft, ist der Preisunterschied meistens dadurch, dass es keine Garantie gibt, im Rahmen auch keine so große Qualitätsmanagement. Das heißt, man kann nicht sicher sein, wie gut die Rahmen dann wirklich sind, wie gut die kontrolliert werden. Und das ist meistens der Unterschied in den Preisen. Und manchmal kommt halt noch ein Name drauf, der den Preis dann einfach erhöht, wenn da Specialized oder irgendwas anderes draufsteht. Das erhöht natürlich den Preis, weil es halt ein Gefühl gibt, dass es was Wertiges ist. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn ja, gebt mir noch einen Daumen nach oben und abonniert den Kanal. Schreibt irgendwas in die Kommentare und habt einen schönen Tag. Tschüss.